Bloom, City Earth, Server Farm, San Francisco. Das bin wohl ich. Betrachte das als deine DedSec-Taufe, Retro. Deine Mission, wenn du sie annimmst, ist es, Blooms Sicherheitstüren zu umgehen und reinzukommen und dann dein persönliches CTOS-Profil zu finden und zu löschen. Was sie auch gegen mich in der Hand haben, alles erlogen. Und ich lasse mich nicht mehr schikanieren. Noch ein Grund für eine Säuberung. Wir werden zusehen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Übrigens, habe ich dir eine Playlist als Soundtrack gemacht. Hoffe, sie gefällt dir. Yep, da muss ich jetzt erstmal in die Einstellungen. Okay. Auch übrigens, da schalte ich mich jetzt doch endlich mal komplett ein. Servus und schön, dass du wieder eingeschalten hast. Bei einem weiteren Spiel, und zwar Watch Dogs 2. So, wir brauchen die Kamera anscheinend. Da muss ich hin. Was kann ich denn mit dir Schönes anstellen? Ich muss da rein. Okay. Hey. Schön erstickt. Au! Mit dem Jojo. Da sollte ich am besten nicht runterspringen. Was zur Hölle treibt der da? Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig laufe. Ich vermute aber mal, dass ich richtig laufe. Der springt überall drauf. Ja, nee, ist klar. Ja, da wo er drauf springen soll, springt er nicht drauf. Ach, ich muss es manuell entsperren. Okay. So, die Tür ist offen. Dann gehen wir mal durch. Das ist Zeitverschwendung. Er ist nicht drin. Hab dich. Das ist er also. Er hat eine Knarre. Ist das ein Problem? Also, für Probleme habt ihr doch mich hier, oder? Stopp die Zeit. Ich bin neugierig. Zu spät. Er ist drin. So schnell? Und sag nicht, ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Nee. Keine Ausflüchte, eine richtige Antwort. Ich stehe einfach nicht auf Aliens, Videospiele. Es ist nicht bloß ein Alien, es ist... Hat hier noch jemand Probleme mit seinem Head? Oh Gott, oh Gott! Ah! Au! Ja, ich bin... Wer ist das? Das ist...
Retro. Der Home Domain Awareness Hacker? Der Retro? Ja, das hatten wir doch gesagt. Ja, ich höre nie zu. Ja, ich höre nie zu. Ich brauche einen Schlüssel. Halte L1 gedrückt, um zu analysieren. Da hinten ist er, der Schlüssel. Gib mir bitte deinen Schlüssel. Ach, da hinten ist der Schlüssel. Hacken. Dankeschön. So, jetzt komme ich... machen wir mal wieder ein Normalbild hier. Ja, komm. Ich muss noch weiter hoch. Was wisst ihr über ihn? Er ist in Oakland aufgewachsen, aber in... Was wir wissen ist, dass er im DedSec-Chat rumhängt und wirklich gute Referenzen hat. Also wollten wir ihn mal testen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Bisher hat es noch keiner geschafft, sein CTOS-Profil zu löschen. Ich will sehen, ob er clever ist, stur ist oder beides. Beides. Ah ja. Ich habe mich mit Uplay verbunden und habe schon ziemlich viel gekriegt einfach. Deswegen habe ich auch so viel Kohle. Er hat das schon mal gemacht. CTOS hat ihn als Hauptverdächtigen in einem Hightech-Einbruch genannt, also... Er war im Knast. Gemeinnützige Arbeit. Nicht genug Beweise. Nur anhand von CTOS-prädiktiven Algorithmen. Aber einmal im System... Immer im System. Ja, klar. Shit, Mädchen getroffen! Ach du Scheiße, er hat's gemacht? Ihm bleibt nicht viel Zeit, bevor die Backups hochfahren. Ich muss hoch. Aber wie komme ich noch höher? Ich bin doch schon ganz oben gerade. Ah ne, da ist noch eine Treppe. Nein! Dreieck. Geht er in den Warmgang? Da drin sind es bestimmt 50 Grad. Ja, kann gut sein. Mein Respekt hat er. Der gibt echt alles. Okay. Ich habe mich jetzt anscheinend schon rausgelöscht aus dem CTOS. Ich weiß es gerade nicht. Ich mach ja Luca anscheinend nicht wieder zu. Er ist jetzt im System. So weit war noch keiner, als hätte man den geheimen Q-Level gefunden. So, ich verkürze den Weg jetzt halt einfach mal. Äh.
Okay, wir brauchen den Schlüssel. Nee, wir müssen einfach nur entsperren. Und ich sehe hier was ähnlich ist. Das ist ja genauso wie bei Watch Dogs Legion. Hier hat es anscheinend schon angefangen und ich habe es nicht gerafft. Ich habe es nicht bemerkt. Was zum... Warum soll ich so eine Bedrohung sein? Zum CTOS Live-Verfolgung starten. Ja. Strafregister. Bullshit. Löschen. Ah nein, anzeigen. Ich könnte natürlich auch. Ja, bitte löschen. Dankeschön. Profil löschen. Ja. Neues Profil erstellen. Haben wir zufälliger... Ja, da haben wir doch mein Alter. Hip-Hop-Künstler bin ich zwar nicht. Haben wir nochmal dieses Alter? Nein, haben wir nicht. 24 hätten wir. Was bist du? Hausmann? Nein! Ich nehme den hier. Ich baue einfach eine kleine Backdoor ins System ein, dann komme ich später wieder rein. Sorry, Bloom, wir sind noch nicht fertig miteinander. Zum Bestätigen drücken. Er kommt raus. Schnapp ihn. Ja. Ja. Hacken. Halte L1 gedrückt, während du ein Objekt anvisierst, um das Hacking-Modul zu öffnen. Und drücke dann X, löse die Funktion des Objekts aus. Viereck, erstelle einen Annäherungsauslöser. Dreieck, schalte die Objektfunktion für einige Sekunden ab. Kreis, locke Leute zu deinem Objekt. Okay. Okay. Ich habe schon wieder Kohle gekriegt. Nein, du knallst mich nicht ab. Waffe weglegen und rauskommen, damit ich sie sehen kann. Er war da drüben. Es wurde Verstärkung gerufen. Ja, lass doch die Verstärkung eintreffen. Ciao.
bin noch mal weg. De. Ich bin doch schon weg. Sofort stehen bleiben! Hilf ihm! Wo zur Hölle geht's hin? Ja, okay. Fick dich, Blum! Ja, jetzt bin ich bei der Tech. 2013 ergriff Chicago die Chancen der Smart Cities mit CTOS, einem verbundenen Betriebssystem für Massendatenüberwachung, Sicherheit und Transitprogramme. Mit ein paar hundert Zeilen Code konnten Hacker die zentralen Server kapern und das ganze Netz lahmlegen. Viele hielten den Angriff für das Ende der Smart City-Entwicklung. Sie lagen falsch. Direkt aus Silicon Valley koordiniert wurde CTOS 2.0 in den ganzen USA implementiert und eröffnete das Internet der Dinge. 6,4 Milliarden verbundene Geräte dienen als Sammelpunkte, zeichnen unsere täglichen Routinen auf und schaffen ein sichereres und invasiveres System. Aber wer hört sonst noch zu? Big Brother arbeitet nicht mehr allein. Tausende Little Brothers verfolgen und sammeln jeden ihrer Schritte für ein komplettes digitales Profil von ihnen, das gekauft, verkauft oder gestohlen werden kann. Spielzeug studiert ihre Kinder, meldet Marketingfachleuten ihre Gewohnheiten. Geräte, Konsolen und Heimsicherheitssysteme öffnen Unternehmen ein Fenster in ihr Privatleben. Jeder kann aus der Ferne die Kontrolle über ihr Fahrzeug oder Mobilgerät übernehmen, jederzeit. Vielleicht halten sie sich für immun oder unterschätzen das Risiko. Jedoch ihr digitaler Schatten ist kompromittiert. Versicherungen überwachen ihre Gewohnheiten mit Algorithmen, um ihre Haftung zu errechnen. Krankenkassen bestimmen, ob es sich lohnt, ihren Krebs zu behandeln. Manipulierte Suchergebnisse und Newsfeeds beeinflussen ihr Wahlverhalten und lenken soziale Strömungen im großen Maßstab. Sie sind jetzt weniger wert als die Daten, die sie produzieren. Das ist die neue Realität. Ja. Untertauchen ist keine Option mehr. Doch, bei mir schon. Die persönliche Freiheit ist zunehmend in Gefahr und viele wehren sich. Whistleblower, Aktivisten und Hacker haben die Fronten abgesteckt und das Establishment aufgesteckt. Das Default-Logo. Doch sind sie selbst gefährlich oder sind sie jetzt die letzte Bastion der Freiheit? Und? Bin ich drin? Willkommen bei DedSec. Ohoho. Ich bin Sitara. Dieser Süße hier ist Josh, a.k.a. Hot Sauce. Yo, du bist Hot Sauce? Mann, ich stehe auf deinen Frethouse-Hack. Echt krass. Danke. Dieser Irre ist Ranch. Das Wohl von vielen. Und dieser Casanova ist Horatio. Was geht, Bruder? Was geht, Mann? Das ist die Crew, hä? Die hat echt lang gebraucht, mich zu holen. Shit. Ihr habt Blooms Bullshit gesehen. CTOS steuert nicht nur die Infrastruktur. Die Menge persönlicher Daten, die das Ding hier sammelt, ist echt total abgefahren. Ja, das sind Big Brother und Little Brother alles in einem. Hä? Es sieht alles, was du tust und verpetzt dich. Dank dir, Josh. Also, was machen wir jetzt? Vorschlaghämmer oder Feuer? Nein. Vorschlaghämmer und Feuer! All diese Daten an einem Ort heißt, die lehnen deinen scheiß Antrag schon ab, bevor du ihn abschickst. Herzlichen Glückwunsch, Ihre Kreditkarte wurde im Voraus abgelehnt. Dein Haus oder die Versicherung? Fuck. Das ist nicht mal das Schlimmste daran. Die ganzen Daten in der Hand der Regierung? Die verknacken dich schon, bevor du was angestellt hast. Ging mir auch so. Ja, jetzt weiß ich auch wieso. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf! Scheiß drauf, Mann! Wir sind Hacker. Wir sind cleverer und dreister. Ich sag, wir decken die Scheiße auf. Wir zeigen ihr allen, was Blum vorhat, Mann. Wir zeigen allen, dass ihre Daten missbraucht werden. Um unsere Freiheit zu rauben.
Fuck. Du verträgst echt keinen Alkohol. Warum wir einfach nur durchgehen? Warte mal, was? Du hast... Was? Eine Backdoor installiert. Da brauchen wir nur noch durchgehen. Bingo! Ja, schon klar. Aber der Kerl verträgt immer noch keinen Alkohol. Hast du eine Uhr? Ja, Mann. Schon gut, schon gut. Ein bisschen spät zum Joggen, oder nicht? Hey, Mann, was machst du? Fliehst du vor den Cops? Der ist ein Cop. Ich bin nicht einer. Hey, du, kennen wir uns nicht? Schöne Party noch. Du verträgst keinen Alkohol, warum trinkst du überhaupt so viel? Ich werde eine scheiß gute Zeit haben. Ubisoft präsentiert. Hallo, was ist denn das für ein Handy? Dein neues Handy. Wo ist meins denn? Liegt im Meer. Hast es reingeworfen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich war ziemlich dicht. Triff uns im Hackerspace. Wo? Check deine Bilder und find's raus. Okay, na los, Sternlicht auf. Ja, wessen Wohnung ist das? So ging's mir Gott sei Dank noch nie. Watch Dogs 2. Du bist im Gebiet Marine. Verdammt, schätze, ich war dicht. Wie eine Strandhaubitze. Hol dir erstmal was zum Anziehen, dann sage ich dir, wie es weitergeht. Oh, und du musst dein Handy betriebsbereit machen. Also lad dir alles aus dem Store runter, bevor du wieder herkommst. Oh Mann, mein erster Tag und dann sowas. Aktion beendet. Frühnutzer. So, ich werde hier kurz ein... Ja, was? Ah, hier. Kann ich mich nicht irgendwo irgendwie anziehen? Nee, ich... Ja? Ach, installiere Noodles-App. App laden. Noodle Maps wird installiert. So. Suche Kleiderläden und Kleidungsgegenstände auf, um Kleidung für Marcus zu kaufen und ihn umzuziehen. Aus jedem Kleiderladen oder Hackerspace Akku auf gekaufte Kleidung zugreifen. Auf dem Premium-Laden zugreifen. Okay. Touristenstand. Jetzt haben wir kurz eine Schnellreise gemacht. Kaufe in einem Kleiderladen eine neue Hose. Ja. Du hast... Was? Garderobe. Hey, fantastisch! Verschiedenes. Unterteile.
Ja. Warum habe ich nicht mehr? Ich brauch... Halt! Was war da noch? Watch Dogs 2 Premium. Ich brauche mir keine neue Hose kaufen. Halt, das sieht viel geil. Nee, ich weiß. Ich weiß noch nicht. Jetzt schauen wir erstmal die Hosen durch. Ja, das gefällt mir schon besser. Nee, ich kapier's schon. Ist mir klar, dass das aktuell voll angesagt ist. Alle tun es, sogar mit Freude. Hüte. Sie nennt mich ein Dinosaurier. Ich bin. Nee, das passt nicht zu ihm. Schuhe. Die hier. Jetzt muss ich nur erst einmal alles hier entfernen. Habe ich keine Brille? Was habe ich von DeadSec? Da habe ich Brillen. Okay, die DeadSec-Sachen, die gefallen mir nicht so. Hä, aber warte mal, das war doch... Sieht fast so aus wie die Maske von Aiden Pierce. Aber nein. So. Jetzt muss ich tatsächlich... mir eine neue Hose trotzdem noch kaufen. Schnellreise. Okay, dann kauf mal schnell eine neue Hose. Schon okay. Einkaufen. Unterteile. Ja, wenn dann schon so eine. Trotzdem werde ich... Oh. Bei Watch Dogs diese Hose tragen. Es sieht halt einfach verdammt geil aus. Okay, Sitara, wo bist du? Okay, ich schick dir die Position und den Türzugangscode. 4 Kilometer. Kann ich da irgendwie schnell reisen hier? Schnellreise nicht verfügbar. Du willst mich doch verarschen. So, dann reisen wir halt hier hin. So, was wir jetzt aber noch schon machen, ich werde jetzt noch hinrennen. Hallo? Rennst du? Halt, das ist ja die Mission noch. Preisfrage, wie komme ich da rein? Ich vermute mal, ich muss hier rein. Da durchrennen. Ja, wie immer. Öffnen. Das sind dieselben Töne wie bei Legion. Gut, Aktion beendet. Zu Hause. Yo! Endlich. Also, ich habe mit Josh geredet. Und Bloom, eins auszuwischen, stand schon lang auf der Liste.
Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge. Du musst die Leute von deiner Sache überzeugen, um nicht als Troll dazustehen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Scheiße, ja, Mann! Die Barbaren sind an den Toren und bereit, Römerschädel einzuschlagen. Wir gestalten ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Mhm. Gut. Keine Sorge, wir fangen mit was Gutem an. Ja. Magisch, da bist du ja. Am Leben und trocken. War mir nach dem Nachtbaden nicht so sicher. Komm her, das musst du dir ansehen. Rede mit Ranch. Nee, Ranch. Sprechen. Tada! Unsere eigene Open-Source-Forschungs-App. Also pass auf. Wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden. Und ermutigen alle, ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen. Okay, und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten? Macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl? Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999, aber klar. Jo, Forschung. Fünf Forschungspunkte verfügbar. Okay. Wir haben Fahrzeughacking. Das machen wir gleich. Kann ich alle Fahrzeuge nehmen? Ach, nur, das ist nur Fahrzeughack. Fahrzeughack. Hacke die elektronischen Schlösser von Autos, anstatt sie zu knacken. Habe ich nicht genug Punkte. So, dann haben wir noch Stadtzusammenbruch. Basteleien. Boatnetz. Treffsicherheit. Und Fernsteuerung. Nehmen wir mal Stadtzusammenbruch. Löse Tore und Dampfleitungen aus, wenn gegnerische Fahrzeuge sie passieren. Drücke Viereck wie zeitlich vorgegeben. Nehmen wir mal mit. Stimmt, in dem Teil waren es ja noch Roboter, nicht Drohnen wie bei Legion. Basteleien. Ja. Ich habe keine Forschungspunkte mehr. Rede mit Wrench. Siehe da! Die Wunder der Technik. Ein 3D-Drucker? Das ist der Arnie der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Ernsthaft? Ja, wenn du's drauf hast, voilà! Hipster-Kaufmann des Todes. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Ha, red dir das ruhig ein. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch. Okay. Drucke eine beliebige Waffe aus. Drucke den ferngesteuerten Jumper aus. Okay. So, wir brauchen erstmal den Jumper. So, und jetzt hat, brauchen wir eine neue Waffe. Was? Ich hab keine. Ich hab doch eh schon einen Haufen Kohle.
und gleich noch eine Waffe. Ja, Geräte und Waffen müssten mit Sicherheit L1 sein, oder? Nutze das Ausrüstungsrad, um Waffen und Geräte auszurüsten. Pfeiltaste nach oben halten, öffne das Ausrüstungsrad. Nicht L1 wie sonst immer? Okay. Wähle ein Gerät oder eine Waffe aus und lasse zum Ausrüsten Pfeiltaste nach oben los. Pfeiltaste nach links. Setze einen Jumper ein oder übernimm die Kontrolle über einen. Pfeiltaste nach rechts. Setze einen Quadrocopter ein oder übernimm die Kontrolle über einen. Okay, wissen wir Bescheid. Ja. Passend natürlich. So, Waffenplatz 2. Was bist denn du? Paintballgewehr. Wie viel Schaden macht die eigentlich? Nicht viel. Und den Quadcopter kann ich noch nicht kaufen. Okay. Dann reden wir mal mit Horatio. Sprechen. Gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da, der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und Wrench? Auch ein guter Techniker, aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Ohne sie hätte DedSec heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator... Oder Katzenhirte, such's dir aus. Ich schick DedSec dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen. War nicht angenehm. So, das hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Orbs gegen Primate. Du bist jederzeit willkommen. Missionsziel erfüllt. Online. Online-Aktivitäten. Die Online-Aktivitäten sind... die violetten Symbole auf Noodle Maps. Führe Coop Operation. Ja, jetzt wollte ich gerade auf Englisch. Coop Operationen aus. Stiehl Daten von rivalisierenden Hackern. Mache gemeinsam mit den Cops Jagd auf Rivalen. Hilf DedSec Verbündeten in der Nähe. Du kannst eine Online-Privatsphäre-Einstellungen in der Spieloption App ändern. Wähle Einstellungen und dann Online-Präferenzen aus. Ja, da ich keine Lust habe auf Online bei solchen Spielen. Möchtest du die Online-Aktivität deaktivieren? Du wirst sie erst nach 16 Minuten wieder aktivieren können. Ja. Kopfgeldjäger. Aus. Ja. Erstmal aus. Andere nette Spieler treffen. Ermöglicht dir übergangslose Bewegungen mit anderen Spielern im freien Spiel, sowie die Teilnahme an optionalen Gemeinschaftsevents in der Stadt. Ist diese Option ausgeschaltet, kannst du über die Multiplayer-App trotzdem an Koop-Spielen teilnehmen. Ja. Wir schalten alles aus.
So, haben wir ausgeschalten. Besuche die Followerwand. Echt abgefahren, was? Diese ganze Bude ist abgefahren. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Followerwand. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein, nein, nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DeadSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch, ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Bloom erledigen können. Okay, neue Operation verfügbar. Spaziergang im Park. Die DeadSec-App. Genau, hier sind meine Hauptoperationen. Bloom erledigen. Ich könnte zwar jetzt schon vielleicht mit etwas Glück schaffen, was vermutlich aber nicht der Fall sein wird, dass ich schaffe. Also, Hauptoperation Spaziergang im Park. So, die wählen wir dann aber in der nächsten Folge komplett aus. Da werde ich dann auch alles schön vorlesen. Wie gewohnt natürlich von mir. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.